Es ist eine schwierige Situation für Familien, für alleinerziehende Elternteile, für Arbeitnehmer, Unternehmer, kurzum für die meisten. Woche für Woche neue Corona-Verordnungen. Fakt ist, die Ersten nehmen das nicht mehr still hin, sorgen sich öffentlich um das Gemeinwohl, das sozial- und ökonomische Wohlbefinden sowie die Demokratie und gehen dafür auf die Straße. Viele der Teilnehmer heute sind aus einem Grund hier. Weil immer mehr Passagen aus dem Grundgesetz entfernt werden, so still und heimlich, dann geht es um die Zwangsimpfung. Ja, das, was hier mein T-Shirt ja auch aussagt, gibt Bill Gates keine Chance. Im Endeffekt ist das Ziel. Und diese ganzen Maßnahmen, die hier ergriffen werden, dass das jeder Grundlage entbehrt. Ja, die Zahlen sagen was ganz anderes aus. Und wir werden hier in Zwangsquarantäne geschickt, müssen Mundschutz tragen. Wobei ich immer sage, die Leute sind selber schuld. Es gibt keine Mundschutzpflicht und Nasenschutzpflicht. Es ist eine reine Empfehlung. Aber da sieht man mal, wie die Bürger mittlerweile, wie soll man das sagen, beeinflusst sind. Nicht werden, sondern beeinflusst sind. Ja, denn wie viele laufen schon auch, ohne dass sie im Geschäft sind, mit Mund- und Nasenschutz rum. Und daran sieht man eigentlich diese allgemeine Verblödung in diesem Land, ja, die ja nun mittlerweile schon großflächig geworden ist. Auf der Straße die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit die Ereignisse um uns alle herum noch einmal konkret hervorzuheben, ist der erste Schritt dieser Woche. Nummer 2 folgt direkt am morgigen Dienstag, wenn die Initiative Pro Verfassung Sachsen-Anhalt wieder tätig wird. Wir haben also ein Schreiben aufgesetzt für alle Mitglieder unseres Landtages und wir werden das morgen persönlich hier im Landtag übergeben. Das sind 87 Anschreiben an jeden Landtagsabgeordneten hier in Magdeburg. Einfach Beendigung des Lockdowns in Kurzform und ansonsten ist das Schreiben hier auch zu sehen und man kann auf jeden Fall unterschreiben und sich daran beteiligen. Das Schreiben ist zum Beispiel in Nicht ohne uns, MD. Dort haben wir uns zusammengeschlossen. Wir sind einfach Bürger und Bürgerinnen Magdeburgs. Wir sind Eltern, wir sind Großeltern, wir sind Kinder und wir wollen einfach unser Grundgesetz zurück und unsere Freiheit. Und wir sind vor allem gegen die Impfpflicht, die ansteht hier im Lande. Und den Immunitätsausweis. Wir wollen diesen Immunitätsausweis nicht. Ob sich ein Gesetz zum Immunitätsausweis und zur Impfpflicht ohne die Zustimmung aller Bürger tatsächlich umsetzen lässt, werden vielleicht schon die nächsten Wochen zeigen. Lösungsansätze zum weiteren Vorgehen in dieser Krise gibt es seitens der heutigen Teilnehmer auch. Einfach laufen lassen. Der sich schützen möchte, sollte sich schützen. Der sich impfen lassen soll, will, kann sich impfen lassen. Hat ja keiner was dagegen. Aber die es nicht wollen, die sollen sich halt infizieren oder auch nicht. Das sind ja nicht die einzigen Viren, mit denen wir zu tun haben, genauso wie mit der Grippe. Und dann gibt es irgendwann auch eine Herdenimmunität und wir müssen hier nicht die ganze Welt in eine Zwangsstellung bringen und alles totmachen, was wir hier nun erarbeitet haben. Dafür ist, glaube ich, auch der Ossi 89 nicht auf die Straße gegangen, dass er das, was er jetzt hier erlebt, wieder erlebt und noch schlimmer, als es vorher war. Das ist, glaube ich, der größte Ärger bei Jung und Alt. Je länger die Corona-Krise andauert, umso mehr werden die Menschen auf eine Gedulds- und Zerreißprobe gestellt. Gut, dass sich mittlerweile so einiges wieder lockert, auch wenn es dafür wieder Kritik aus anderen Bundesländern gibt. Die unterschiedliche Vorgehensweise beweist allerdings nur, wie neu die Situation für alle ist, wie unerfahren alle demzufolge im Umgang damit sind und wie viel Angst wir um unsere eigene Existenz haben.